Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Was für eine positive Resonanz für mein neues Gewächshaus, KGT Orchidee 4. Richtig cooles Modell und wie ihr geschrieben habt, auch schon richtig gute Qualität. Ja, das stimmt. Heute möchte ich mal 5 geile Features von diesem Gewächshaus ein bisschen genauer vorstellen, weil im letzten Aufbauvideo habt ihr also ein bisschen den Aufbau, den Standort und alles Mögliche drumherum gesehen, wie sich das ganze Gewächshaus hier in meinen Garten begeben hat. Ja, und heute möchte ich euch das nochmal ein bisschen spezieller vorstellen mit 5 geilen Features und ein paar technischen Hintergrundinformationen. Also viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, und das erste richtig geile Feature ist schon diese Eingangstür. Man sieht das hier, die ist geteilt. Das heißt, wir können das einmal hier unten zumachen. Das heißt, ihr kennt ja meine Probleme mit den ganzen Hasen hier im Garten. Die können so nicht in dieses Gewächshaus rein. Aber ich kann trotzdem die obere Tür aufmachen zum Lüften. Und hier hinten haben wir sogar einen Magneten dran, sodass die Gewächshaustür ja nicht immer bei dem Wind auf und zuschlägt. Ja, und das Ganze funktioniert schon ganz einfach mit diesen Klemmen hier. Die können wir auf und zudrehen. Hier können wir die Tür miteinander ebenfalls verbinden. Machen wir die Tür mal wieder auf. Hier sieht man den Magneten. Ja, und ihr wisst ja, ich mache meinen Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck und mein Garten ist auch nicht direkt bei mir zu Hause, sodass dieses Feature hier mit diesem Abschließen auch ganz cool ist. Kann ich mein Gewächshaus abschließen, wenn ich da zum Beispiel sehr viele wertvolle Pflanzen drin habe oder auch einfach, wenn ich nicht möchte, dass jemand in mein Gewächshaus reinschaut. Ja, und das, was mich daran am meisten freut, ist einfach, dass ich wieder hinten keine Hasenbauten mehr im Gewächshaus habe. Hier hinten im Folientunnel habe ich übrigens das gleiche Problem. Hasen, die finden das natürlich sehr schön warm hier drin. Da ist ja immer die Tomate abgerissen. Schwere Ernte. Ja, auf jeden Fall das Loch von den Hasen da hinten, das habe ich im neuen Gewächshaus dann nicht mehr. Also Fazit, Felix gegen die Hasen, 1:0 für mich. Denn hier kann ich das Gewächshaus lüften. Problem, was ich nämlich vorher hatte, ich hätte die Tür natürlich auch zumachen können. Allerdings wäre es dann im Gewächshaus unerträglich heiß für die Pflanzen geworden. Und so kann ich einfach beides. Also dieses Türsystem finde ich wirklich gut. Und all das, was ich euch heute in diesem Video sage, diese ganze Qualität von diesem Gewächshaus hier, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich dafür bezahlt werde oder weil ich sagen muss, dieses Gewächshaus ist wunderbar und toll. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung und mein erstes Fazit hier nach 2 Tagen zu diesem Gewächshaus. Ich stelle euch einfach mal das vor, was ich wirklich richtig cool finde an diesem Gewächshaus. Es ist natürlich ein Gewächshaus der gehobeneren Klasse. Viele haben auch gefragt, wie viel das kostet. Ich glaube, diese Grundausstattung kostet 3.459 Euro oder so. Auf jeden Fall irgendwo 3.500. Ja, und mit Montage kann man das immer noch dazu buchen, dann ist man ungefähr bei 5.000. Und dann gibt es ja auch noch die Hängeboards und die Tische, die da drin sind, die ich euch jetzt auch weiter vorstelle. Ja, dann gehen wir einmal rein ins Gewächshaus. Ich stelle euch aber als erstes noch dieses coole Fenster hier hinten vor. Das ist ja so ein Fenster nach hinten raus, damit man, wenn man die Tür auf hat und das Fenster mal eben schnell einmal durchlüften kann. Das Fenster ist ziemlich groß und kann man ganz einfach auch zumachen, wieder hier mit so einem Clip kann man das abriegeln. Man kann aber auch andersrum, wenn man das Fenster aufmacht, das Ganze mit diesem Scharnier hier feststellen. Und auch das hier ist nicht einfach irgendwas zum Einhaken, das ist richtig ein Laufwerk, sodass ihr das hier immer aufschieben könnt und wieder feststellen könnt. Aber jetzt haben wir genug gelüftet. Wir haben hier nämlich schon die ersten Pflanzen drin und die brauchen ein bisschen Wärme. Was ich jetzt selber gemacht habe, das ist, mein Gewächshausthermometer hier aufzuhängen. Ganz einfach habe ich da noch eine Schraube mit Mutter reingesetzt und dann konnte ich das da aufhängen. So, jetzt wird auch hier die Arbeitsplatte eingeweiht. Die erste Schale hier mit der Palmaussaat. Wir haben hier gerade aktuell 20 Grad im Gewächshaus. Das ist schon mal ziemlich gut. Die Sonnenstrahlen stehen jetzt hier auf das Gewächshaus drauf. Und das System ist auch eigentlich ziemlich einfach. Die Tische wurden hier einfach dran montiert. Das ist ein Gestell. Unten mit diesen langen Stangen wird es dann nochmal geschützt, sodass man da auch gut Gewicht drauflagern kann. Und dann haben wir hier nochmal diese ganz normalen Gewächshausplatten, die wir auch als Dach haben oder als Rückwand, dann auch schön mit einer schönen weißen Farbe übergestrichen oder beschichtet, wie auch immer, sodass man die dann einfach passend reinlegen kann. Das sind insgesamt 4 Stück und so kann man dann jetzt hier die Anzucht drauf machen. Und was ich später cool finde,
Man kann ja erst die ganze Jungpflanzenanzucht auf jeden Fall auf 2 Etagen machen. Das ist schon mal gut. Und später, wenn ich jetzt zum Beispiel Gurken, Melonen oder sonst was wachsende habe, kann ich die einfach da unten dran setzen und die ranken hier an dieser Stange und an dem Gestell hoch. So brauche ich hier kein zusätzliches Ranggitter, ja, reinsetzen. Weil mit Tomatenhaken oder Stäben kann man hier natürlich auch gut arbeiten, aber man kann auch einfach das System hier stehen lassen und dann die Pflanzen daran hochranken lassen. Ja, und weil ich versprochen habe, in diesem Video gibt es auch ein paar technische Hintergrundinformationen, habe ich hier nochmal die Seite von KGT aufgerufen, verlinke ich euch aber auch mal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr selber mal nachschauen und stöbern. Also dieses Gewächshaus, muss mich korrigieren, kostet nicht 3.459, sondern 3.549 Euro. Kleiner Zahlendreher, dann gibt es das in den ganz klassischen Farben, einmal in so einem Grau, wie die Stangen da hinten, würde ich mal sagen. Das Fundament wollte ich erst sagen, aber das sieht man nicht mehr, ist ja eingegraben. Dann gibt es in dem Grau, wie ich das hier habe, und in dem Grün. In diesem ganz klassischen Grau ist es sogar noch mal um einiges günstiger. 500 Euro kann man sparen, wenn man das nicht wie ich in Anthrazitgrau, sondern in, wie heißt es, Pressblank nimmt. Dann zahlt man nämlich nur 3.049 Euro. Das Gewicht, wenn ihr das bekommt, ist 160 Kilo und die Maße habe ich ja auch im letzten Video, im Aufbauvideo schon gesagt, sage ich euch aber gerne nochmal. Breite ist 2,97 Meter, dann ist die Länge 4,29 Meter. Insgesamt hat man damit eine Fläche von 12,74 Quadratmeter plus die Tische und die Hängeboards, die ich nochmal habe für die Anzucht. Und die Firsthöhe ohne Fundamentrahmen ist 2,33 Meter. Und die Rückwände sind 1,49 Meter, wobei das im Vergleich zu meinen anderen Gewächshäusern auch schon wieder sehr hoch ist. Weil man sieht hier, ich bin 1,92 Meter, ich bin nicht klein, aber ich komme schon mal sehr gut durch die Tür. Und ich kann hier fast bis in die Ecke stehen. Das heißt, auch eine Tomate, wenn man die wachsen lässt, ist nicht direkt ja, an dem Seitenfenster, wo sie dann nach oben wächst. Da hat man einfach ein bisschen Platz. Genau, und wie das immer so ist, die ganzen Sachen kann man dann noch ergänzen, zum Beispiel mit einem Fundamentrahmen. Das Tischgestell, was ich im Hintergrund habe, was ich immer nett meine neue Arbeitsplatte nenne, das kostet 329 Euro, ist natürlich nochmal ein stolzer Preis, aber erleichtert die Arbeit nochmal um einiges. Man kann ein bisschen rückenschonender arbeiten, die ganze Anzucht da auch auf 2 Etagen machen, hat einfach nochmal mehr Fläche. Und wenn man ehrlich ist, macht es den Braten dann auch nicht mehr fett, wenn man sich ein qualitatives Gewächshaus anschafft, dann 300 Euro noch und dann hat man was ganz Vernünftiges. Ja, weil die Frage gleich sicher kommen wird, da kommt ja gleich noch das Hängeboard, was ich euch vorstelle. Das kostet 249 Euro. Man kann das natürlich alles ein bisschen variabel auch auf eine Höhe hängen. Ich habe es allerdings ganz hoch gemacht. Ja, so kann er später vielleicht Paprikas und noch höhere Pflanzen drunter wachsen, ohne dass ich das abbauen muss. Und so kann ich das auch in der Saison dann weiter nutzen. Ja, genau, nochmal der Vergleich. Ich habe gesagt, ich bin 1,93 Meter ungefähr. Dann sieht man das hier, es ist ungefähr auf Armhöhe. Wenn ich diese ausstrecke und hier stehen, ja, man kann so sagen, 2 Pflanzen passen hier voreinander. In der ganzen Reihe ist das dann natürlich wie das Gewächshaus auch 4,29 Meter lang, weil es geht komplett von Anfang bis Ende durch. Und das Ganze ist auch nochmal mit diesen Stangen hier super einfach drunter montiert. Das könnt ihr auch sehr einfach selber machen. Das kann man auch noch nachträglich, weil das Ganze wird mit bestimmten Schrauben und Muttern da reingesetzt. Das sind jetzt keine runden Schraubköpfe, sondern so diese geteilten. Die kann man dann einfach hier reinsetzen und umdrehen, sodass die dann einhaken und dann könnt ihr die festdrehen. Das heißt, sowas könnt ihr auch im Nachhinein nochmal nachrüsten. Ja, und Feature Nummer 5, das zeige ich euch von hier außen, das ist nämlich das Dachfenster, was sich automatisch öffnet. Und das ist wirklich ein sehr cooles Prinzip, weil je nach Wärme und je nach Sonneneinstrahlung geht dieses Dachfenster auf. Das heißt, ich muss ja nicht separat zum Garten hin zum Lüften, sondern das Ganze funktioniert automatisch. Das Gewächshaus, nochmal übrigens wieder ein paar Informationen nebenbei, hat übrigens auch links und rechts eine Regenrinne. Die Fallrohre, die haben wir jetzt in diesem Fall hinten am Gewächshaus angebracht. Die kann man aber ja vorne und hinten anbringen. Die sind auch ganz einfach, dann läuft das Wasser hinten nämlich direkt an den Wald im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme sieht. Ja, und zurück zum Dachfenster. Hier kann man jetzt sehen, wie das gerade mal so ein Spalt aufgeht. Ja, gucken wir mal auf meine Uhr, sieht man das. Wir haben gerade mal 9.18 Uhr. Das heißt, noch sehr früh am Tag. Die ersten Sonnenstrahlen machen das Fenster jetzt so ein bisschen auf.
So, und wie funktioniert das ganze System? Ihr seht da in der Mitte schon so ein schwarzes Rohr. Das ist mit einer Flüssigkeit gefüllt. Und diese Flüssigkeit, die dehnt sich eben je nach Wärme aus. Also, wenn es kalt wird, zieht sie sich wieder zusammen und das Fenster schließt. Und wenn es warm wird, dann dehnt die sich aus und ja, löst diesen Hebelmechanismus aus, sodass sich das Fenster öffnet. Das ist ziemlich einfach und erspart uns halt die Arbeit, ne? Ja, und das System finde ich einfach deshalb gut, weil sonst hat man das, entweder man lüftet oder man lüftet nicht und entweder es wird dann sehr warm oder es kühlt ab und wird so ungleichmäßig. Aber dadurch, dass sich das Fenster je nach Temperatur ausdehnt und wieder zusammenzieht, hat man so ziemlich eine gleichbleibende Temperatur im Gewächshaus. Ich habe ja mein Minimum-Maximum-Thermometer da drin hängen und da bin ich mal echt gespannt, wie sich das jetzt bei den Temperaturen bemerkbar macht. Ja, und dann haben wir hier nochmal wieder den Felix mit dem Handy in der Hand. Denn sie geben nochmal ein paar Infos zu dem Gewächshaus. Wir müssen ja nochmal die Frage klären, was haben wir eigentlich für Wände? Das sind 10 mm ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat. Also wir haben uns da gestern wirklich mal gegengelehnt, auch hier gegen. Und ich muss was beichten, ich habe neulich mal Fußball gespielt im Garten. Ich bin wieder so ein kleiner Kicker geworden. Da hinten zeige ich euch das mal bei meinem anderen Gewächshaus. Da ist die Scheibe so eingeknickt vom Fußball. Und hier gibt es ein Video bei KGT. Kann man mit dem Fußball gegenschießen, passiert nichts. Also wirklich hochbruchfest, diese Scheiben. Und so, und gestern bei der Montage habe ich natürlich aufgepasst zu diesen Platten hier. Die sind einmal super windsicher, weil die eben im Vergleich zu anderen Gewächshäusern, die ihr so kennt, komplett im Rahmen eingefasst sind. Das heißt, die sind wirklich windsicher und können nicht ausbrechen. Dazu noch haben diese Platten hier von beiden Seiten einen Long-Life-UV-Schutz, der da drüber ist. Das heißt, sie können nicht so schnell verwittern und haben übrigens auch vom Hersteller dieser Platten eine Garantie von 10 Jahren. Das heißt, wenn irgendwas mal damit ist, dass sie eben nicht wetterfest sind, dann könnt ihr euch auch beschweren. Aber wenn wir mal aufs Gewächshaus schauen, mittlerweile habe ich sogar die Tür aufgemacht und trotzdem geht das Fenster weiter auf. Also, Montage hat alles geklappt, Prinzip funktioniert. Ja, und ich befürchte, zum Gewächshausaufbau und zu den technischen Daten ist jetzt erstmal alles gesagt. Das heißt, ich habe jetzt schon meine Arbeitshose an. Ich muss jetzt auch mal ran an die Arbeit und in diesem Gewächshaus auch mal was tun. Ich kann ja nicht nur daneben stehen und darüber erzählen, wie toll es ist. Jetzt muss ich auch mal anfangen, darin zu gärtnern. Also, Kamera geht gleich aus. Dann sehen wir uns aber im nächsten Video wieder, wie wir hier mal den Gewächshausboden vorbereiten, damit da dann noch in diesem Jahr, in diesem Oktober, denke ich mal, die ersten Aussaaten rein können. Und zwar werden wir jetzt erstmal umgraben, dann kommt hier jede Menge Kompost rein, aber da wird es sicherlich auch noch mal in einem Video der nächsten mehr dazu geben. Deswegen folgt gerne Felix Hobbygarten hier. Hier kommt ihr zum ersten Teil von dem Gewächshausvideo. Falls ihr das nicht gesehen habt, wie das hier ankam mit den Monteuren, das war wirklich super cool und in diesem Video auch wieder ein Dankeschön an die Firma KGT, Hersteller von diesem Gewächshaus und Sponsoringpartner von Felix Hobbygarten. Freut mich wirklich sehr. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis demnächst und ciao.